Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist der Leistenbruch. Und als Gast und Experte haben wir Herrn Professor Drognitz eingeladen. Herr Professor Drognitz ist Direktor der Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie an den Vidya-Kliniken in Karlsruhe. Herr Professor Drognitz, in einem anderen Beitrag haben wir uns über Weichteilbrüche unterhalten. Jetzt haben wir das Spezialgebiet des Leistenbruches. Was ist das eigentlich, ein Leistenbruch, und wie kommt man dazu? Ein Leistenbruch ist letztendlich ein Defekt in dem straffen Bindegewebe der Körperhüllen, bei dem es dann letztendlich zum Austritt eines sogenannten Bruchsackes kommt, den der Patient dann in der Regel als Vorwölbung, als Schwellung in der Leiste wahrnimmt. Die kann entweder dauerhaft bestehen oder sie kann auch vorübergehend sich wieder selbst reponieren, nennt man das, das heißt also zurückgehen. Aber ganz grundsätzlich ist ein Leistenbruch für den Patienten zunächst an den Schmerzen oder aber auch an der Vorwölbung zu erkennen. Sind das die einzigen Symptome? Nein, es kann eine Vielzahl von Symptomen geben, je nachdem, wie groß der Leistenbruch ist. Es ist zum Beispiel auch vorstellbar, dass in dem sogenannten Bruchsack sich Darm ansammelt, also dass Darm hereingepresst wird in den Bruchsack, zum Beispiel beim Husten, und dass dieser Darm dann zum Teil auch nicht mehr aus dem Bruchsack herausgelangt. Bei sehr großen Brüchen sehen wir das. Und hier besteht eben auch die Gefahr, dass die Patienten zum Beispiel Probleme bei der Verdauung entwickeln, also Stuhlgangsprobleme entwickeln. Oder aber auch, es ist denkbar, dass im schlimmsten Fall eben Weichgewebe in dem Bruchsack prolabiert und dann letztendlich anschwillt, einklemmt und abstirbt. Das wäre heißt, sozusagen, das kann also eine tödliche Komplikation sein? Das ist sehr selten. Man hat das lange in der Medizin eigentlich überschätzt, das Risiko. Aber diese sogenannte Inkarzeration, bei der Darmgewebe eben geschädigt wird, weil es im Bruchsack einklemmt, die tritt ungefähr mit einer Häufigkeit von 1% auf und die kann mitunter, wenn sie nicht behandelt wird, tödlich sein. Ja. Also die inkarzerierte Hernie? Die inkarzerierte Hernie. Die Hernie an sich ist keine Erkrankung, die gefährlich ist. Wie kann man jetzt diesen Leistenbruch behandeln? Das ist ja in der Regel immer operativ. Das ist in der Regel operativ. Es gibt sehr viele verschiedene Operationsmethoden, die man anwenden kann. Angefangen von den Operationsmethoden ohne Netz, also ohne eine Verstärkung der Bauchwand, also ohne ein künstliches Gewebe, was man einlegt. Dann gibt es die Operationsmethoden ganz generell mit Schnitt, bei denen eben ein Schnitt in der Leiste durchgeführt wird und bei denen, also ein offenes Verfahren, bei denen dann entweder mit oder ohne Netz der Leistenbruch repariert wird. Und dann gibt es den Bereich der minimalinvasiven Operationsmethoden, bei denen das Netz immer von innen eingelegt wird, ohne dass man einen Schnitt selbst in der Leiste durchführt. Minimalinvasiv heißt so endoskopisch? Das heißt letztendlich laparoskopisch, genau, endoskopisch. Da gibt es zwei Verfahren, die TAP und die TEP. Die sind etwas anders in der Ausgestaltung, letztendlich aber bewirken sie das Gleiche. Es wird bei beiden Verfahren, und das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu den offenen Verfahren, das Netz hinter die Bauchwand gelegt. Das liegt also bei der TAP und bei der TEP, liegt es eigentlich in der Position, wo es aus meiner Sicht biomechanisch auch am meisten Sinn macht. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie an den Leistenbruch denken, ist es ja nicht immer nur eine Bruchstelle, sondern es gibt unterhalb des Leistenbandes eben auch den sogenannten Schenkelbruch, der bei Frauen häufiger ist. Mhm. Und hier bieten sich eben gerade die minimalinvasiven Techniken an, weil diese Brüche mit diesen Methoden viel besser zu versorgen sind. Im Übrigen haben diese Operationsmethoden auch ein viel geringeres Risiko für die Entwicklung chronischer Schmerzen. Unterscheiden sich die Ergebnisse hinsichtlich dieser Operationsmethoden? Ja, die Ergebnisse, ganz generell kann man sagen, dass das Risiko, dass der Bruch wiederkommt nach einer Operation, dann am höchsten ist, wenn man kein Netz eingelegt hat. Aber das also geht ja sowohl minimalinvasiv als auch... Das ist richtig. In den Studien kommt letztendlich raus, dass es, was das Schmerzempfinden der Patienten angeht, tatsächlich die minimalinvasiven Techniken besser sind. Auch was die Gefahr der Entwicklung chronischer Schmerzen angeht, hier sind die minimalinvasiven Techniken deutlich überlegen. Aber wir sehen bisher noch keinen wirklichen Vorteil bei den netzbasierten offenen Verfahren. Kann man das auch ambulant machen? Ja, beide Verfahren sind ambulant möglich, sowohl das minimalinvasive wie auch das offene Verfahren
Wir bieten dies auch an. Es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen bei den Patienten. Aber diese beiden Operationen sind auch ambulant möglich. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Drucknitz. Gerne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit kommen wir zum Schluss. Sie können diese Sendung jederzeit auf YouTube-Kanal DRK Filmteam wieder ansehen oder auch unsere anderen Beiträge. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund. Ade.